Gemeinsam zeigen wir wieder in Chemnitz ein klares Gesicht, klare Zeichen hier aus Chemnitz für den Frieden, für die Freiheit, für die Wahrheit und für die Selbstbestimmung. Komme ich zur Verlesung der Auflagen. Glasflaschen bzw. Glasbehälter gleich welchen Inhaltes dürfen während der gesamten Kundgebung nicht mitgeführt werden. Der Konsum von alkoholischen Getränken und der Konsum von Drogen und Rauschmitteln während der Versammlung wird untersagt. Ihr kennt das, die Stunde muss es gehen. Das Mitführen von Hunden während der Versammlung ist untersagt. Dies gilt nicht für ausgebildete Behindertenbegleithunde, der ein notwendiger Einsatz nachweisbar sein muss. Danke, dass ihr wieder mit hier seid, so dass wir wieder hier ein klares Zeichen aus Chemnitz senden. Gegen Krieg, gegen Hass, gegen Hetze, gegen Staatspropaganda und all die Dinge, die in diesem Land mittlerweile sowas von schief laufen, dass wir ganz klar sagen, wir haben die Schnauze voll. So, da können wir eigentlich schon losmachen. Wir laufen wie das letzte Mal dann die kleine Runde beim Rathaus. Ich denke, dort werden noch ein paar Leute rumsitzen, die eventuell, naja, etc. Die erreichen wir auf jeden Fall wieder mit. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch nach außen die Menschen erreichen, die immer noch treu und brav ihre, naja, Medien lesen, sagen wir es mal. Wir wollen jetzt nicht zu weit rausschwenken, wo man sagt, schaltet's aus. Schaltet's einfach aus. Lasst euch nicht mehr lenken. Fangt selbst an zu denken. Ja, also ich habe das noch nicht in Erfahrung bringen können, warum hier ein Trauerflor dran hängt. Das möchte ich jetzt gerade mal mit einfangen. Vielleicht kriegen wir das heute noch raus oder später. Ja, also wie gesagt, Trauerflor hier. So, wir warten noch auf die Absperrung der Polizei und dann kann es losgehen. Ja, also herzlich willkommen hier aus Chemnitz. Beziehungsweise herzlich willkommen, ja, auf dem Kanal. Heute wieder Montagsprotest. So, Wetter ist ganz okay heute. Die letzten mit eingereiht oder sind gerade dabei, da hinten, wo die blauen Lichter leuchten bzw. flackern. So, jetzt geht's mit dem Kanal weiter. Also, genauso aufgerundet werden wie wir hier in Schatten. Also, wie gesagt, herzliche Grüße aus Chemnitz. Hier. Jetzt sind wir auf der Bahnhofstraße Richtung Feigeplatz, aber wir biegen dann nochmal ab Richtung Marktplatz und gehen nochmal vors Rathaus. Und ja, was steht dort? Schemtrails vergiften die Erde und unsere Zukunft. Und die Zukunft unserer Kinder. Genau, also hier vorne sieht man das. Ja. Einen Frieden, nur Tod, Verderb und Elend. Und das wollen wir nicht. So, jetzt werde ich mal hier wieder mich nach vorne geben. Ja, jetzt kommt wieder ein Lied. So, jetzt ein kleiner Zwischenstopp hier auf dem Markt. Eines steht fest, wir werden immer mehr. Kommt alle hier auf den Platz. Am Samstag gehörte dieser Platz Anhängern, die dafür bezahlt wurden, hierher zu kommen. Wir sind freiwillig hier, denn wir sind das Volk und wir haben die Schnauze voll. Super, danke.
Kommt bitte alle noch ein Stückchen rein, weil der LKW muss dort noch wieder rausfahren. Später dann. Kommt euch ran, es ist genug Platz für alle. Dafür ist der Platz da. Keine Angst, hier beißt keiner. Nie wieder, genau. Nie wieder Krieg. Richtig. Sehr schön. Ich hoffe, der Grund bleibt erstmal aus. Das war ja abends meistens, sonst gibt es ja nasse Füße. Aber egal. Sensitiv im Dreck, die alten. Schön, dass ihr alle hier seid. Sind wir laut? Lassen wir uns dafür bezahlen, hier zu sein. Herr Bürgermeister, ich hoffe, Sie haben das gehört. Wir sind freiwillig hier. Wir brauchen kein Geld, um hier zu sein. Wir denken selbst. Wir sind selbstständige Denker. Und genau deshalb brauchen wir keine Lockmittel. Wir sind hier gemeinsam als Volk, Seite an Seite, ungespalten und ohne Hetze, ohne Gewalt. Ich habe heute, wie ihr seht, mal wieder einen A4-Zettel in der Hand, zwei Seiten, einen Redebeitrag, der uns zugestellt wurde aus unseren eigenen Reihen. Nicht jeder kann halt hier oben stehen und die Worte finden. Ich denke, es ist auch nicht ganz so einfach. Ich habe mich da auch immer ein bisschen reinfitzen müssen. Und ich denke, es kann jeder nachvollziehen bei dem, was uns mittlerweile entgegengeworfen wird, damit wir ruhig bleiben. Aber wir bleiben nicht ruhig. Wir sind hier. Wir sind auf der Straße. Also wenn ich jetzt in der Ich-Wurm spreche, ist das entsprechend dieses Redebeitrages. Ursprünglich wollte ich noch einmal Bezug auf die Pressekonferenz von Nancy Faeser und Thomas Haldenwang vom 14. Februar und auf deren Kampf gegen rechts nehmen. Aber was soll ich dazu noch sagen? Im Prinzip wurde dazu ja schon alles mehrfach gesagt und geschrieben. Das Thema ist ja nicht neu, denn die Pläne dazu lagen ja bereits seit 2022 in der Schublade. Mich überrascht diese Entwicklung nicht wirklich. Die BRD entwickelt sich seit 2020 zunehmend zu einem totalitären und faschistischen Staat. Entweder merken Sie es nicht, dass Sie damit genau das wieder heraufbeschwören, was Sie eigentlich verhindern wollten. Oder Sie tun es bewusst und mit voller Absicht. Tendenziell neige ich eher an Letzteres zu glauben. Entscheidend ist nicht das, was Sie sagen. Bibelzitat: An Ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Ich bin schon ganz gespannt, wann Sie die ersten von uns abholen und in Lager oder in Zellen einsperren. Okay, so viel dazu. Viel wichtiger ist das es jedoch, alle vom Untertanen zum Mündigen und Souveränen. Momentan sind wir, und damit schließe ich uns und jetzt bewusst nicht aus, auch wenn wir seit Monaten oder teilweise seit Jahren dieser Politik widersprechen und widersetzen, nichts weiter als Untertanen, die sich von diesen Wahnsinnigen in der Regierung und deren Handlanger herumschubsen und bevormunden lassen. Ich finde, wirklich mündig und souverän sind wir noch lange nicht. Da ist definitiv noch Luft nach oben. Ja, gewaltig. Wir protestieren Woche für Woche gegen diesen Wahnsinn in diesem Land. Doch das alleine macht uns noch lange nicht zu wirklich mündigen und souveränen Bürgern. Ich will jetzt nicht alles kleinreden oder schlecht machen, denn wir alle haben es zumindest geschafft, dass die Maskenpflicht gekippt wurde und die Impfpflicht zumindest vorerst verhindert wurde.
Ohne unseren Widerstand wären sie schon längst viel weiter. Doch es droht immer noch der WHO-Pandemievertrag und sie wollen ihre Agenda definitiv um jeden Preis durchsetzen. Deshalb dulden sie auch keinen Widerspruch aus der Opposition und wollen alle Informationen unterdrücken, die das Gegenteil zu ihrer Propaganda beinhaltet. Die Proteste auf der Straße jede Woche sind ganz wichtige Basisarbeit für uns. Und wir werden sie so lange weiter fortsetzen, bis diese Verbrecher alle verhaftet worden sind und vor Gericht gestellt werden. Aber dazu brauchen wir noch Geduld. Stand heute ist dieses Szenario noch nicht absehbar bzw. schwer vorstellbar. Ich hoffe, das ändert sich bald. Die Schäden, die diese Leute in diesem Land angerichtet haben, sind bereits jetzt verheerend. Und es wird vermutlich einige Jahrzehnte dauern, bis die Schäden behoben sind. Das bringt mich nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Der Protest auf der Straße ist ohne Zweifel wichtig. Doch meiner Ansicht nach muss das von uns als Opposition, damit meine ich uns alle, noch etwas mehr als nur Protest und Meckerei über die aktuellen Zustände und drohenden Gefahren kommen. Hand aufs Herz, wer von euch hat sich schon mal tiefgründig über die Zukunft Gedanken gemacht? Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Wie wollt ihr zukünftig leben? Glaubt hier jemand ernsthaft, dass Neuwahlen etwas verändern werden? Dieses Parteisystem ist kaputt und hochgradig korrupt. Aus meiner Sicht kann es keine politische Lösung für unsere Probleme geben, die politisch geschafft wurden. Wir müssen das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen. Wir Bürger. Nur wenn wir selbst aktiv gestalten und Voraussetzungen schaffen, dass unsere Kinder und Enkel in Frieden und Gesundheit leben können, erst dann werden wir alle wirklich zu mündigen und souveränen Bürgern. Wozu brauchen wir Berufspolitiker, die uns sowieso nicht dienen und nur an sich selbst denken? Ich dachte, wir wollen alle selbstbestimmt und eigenverantwortlich unser Leben gestalten. Dann wird es langsam allerhöchste Zeit, dass wir endlich die nächsten Schritte in eine selbstbestimmte, lebenswerte Zukunft ohne Krieg und Spaltung gehen. Nur meckern und protestieren reicht nicht mehr. Es ist auch völlig egal, ob wir montags über den Markt laufen oder vor dem Rathaus stehen oder irgendwie anders laufen. Das kann jeder von euch jeden Tag selbstbestimmt tun. Es gibt Wichtigeres als das. Nur wenn wir alle unsere Köpfe zusammenstecken und die Schwarmintelligenz konstruktive Lösungsansätze ausarbeitet, werden wir tatsächlich etwas ändern. Ja! Ja, diese Ampelregierung taugt nichts und sollte schnellstmöglich abgelöst werden. Aber durch wen denn? Wer könnte denn am besten unsere Interessen vertreten, außer wir selbst, als ihr selbst? Wenn wir selbst dafür keine Verantwortung übernehmen, sondern diese immer nur an Parteien und Politiker abgeben, dann werden wir auch niemals zu mündigen und souveränen Bürgern, sondern bleiben immer nur in der bequemen Rolle der Untertanen. Das hat rein gar nichts mit Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Mündigkeit und Souveränität zu tun. Es reicht nicht, immer nur Merkel muss weg oder die Ampel muss weg zu rufen und dann aus Bequemlichkeit darauf zu warten, dass Politiker sich für unsere Interessen einsetzen. Das ist eine Illusion und wird nicht passieren. Was wir jetzt brauchen, sind Macher und keine Besserwisser, die nur labern.
die große Chance, unsere Zukunft selbst zu gestalten. Also packen wir es an. Jetzt steht noch drunter, so, hab erstmal fertig für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und was ich selbst definitiv in meiner Meinung dabei auch vertreten kann, ist, dass Parteien keine Lösung sind in diesem Land. Man braucht aber erstmal eine Partei, die dafür sorgt, dass wir endlich wieder selbstbestimmt und frei direkt wählen können. Denn alles, was wir derzeit tun, ist eine Partei zu wählen und die Partei wählt irgendjemand aus der Partei für uns. Wir haben dort keine Mitbestimmung und das muss ein Ende haben. Und es wird Zeit, dass eine Wende wieder in diesem Jahr eintrifft. Und wir werden diese Wende bringen in 2024. Und da können Sie sich noch so viel Hetze, Spaltung und Staatspropaganda einfallen lassen, wie Sie wollen. Wir sind hier, wir bleiben hier, wir halten zusammen. Wir sind das Volk. Wer sind wir? Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und auch nochmal hier auf diesem Platz. Wir wollen keinen Krieg. Wir werden uns nicht beteiligen. Hallo, super, super. So, ja, jetzt hab ich mit so vielen Leuten geredet, einmal frei. Kam auch immer wieder Musik, bitte, wo ich weitergehen wollte. Also, naja, gut. Ja, einen herzlichen Dank an die Wandler. Leider bin ich da gar nicht bis vorgekommen, aber jetzt stehen wir hier. Vielen Dank. Herzlichen Dank an die Wandler. Super. Klasse. Super. Vielen Dank. Herzliches Dankeschön an die Wandler. Super. Wieder die Naherholungsgebiete hier auf der Brückenstraße. Sagenhaft, jawohl. Danke, dass ihr heute wieder mit hier wart, mit uns gemeinsam durch die Stadt ein klares Zeichen gesetzt habt. Und ich hoffe, ihr seid nächsten Montag 18 Uhr wieder mit hier, damit wir wieder gemeinsam friedlich und gewaltfrei ein Zeichen setzen für dieses Land, für die Zukunft. Und für alle, die in diesem Land leben, damit wir in Frieden leben. Wir wollen keinen Krieg. Und wir wissen, dass die Gefahr derzeit nicht größer sein kann. Keiner ist unser Feind. Wir sind alle Menschen. Keiner kann dafür, wo er geboren wurde. Keiner kann dafür, wo er lebt. Wir alle sind Menschen, der eine in Russland, der andere in Syrien, der nächste im Irak, hier in Deutschland, in Polen, in Tschechien und viele, viele mehr. Wir sind Menschen. Wir haben keinen Grund, uns zu hassen, nur weil wir woanders wohnen. Nur durch diesen verbreiteten Hass, durch die Hetze, haben wir das, was immer wieder passiert, nämlich Krieg. Krieg durch Menschen, die kriegsgeil sind, die niemals vorne an der Front stehen werden, sondern immer alles von hinten irgendwo mit Geldern finanzieren,
denn man muss immer den Weg des Geldes folgen, dann weiß man, wer dahinter steckt. Und deswegen, wir sagen, keine Gelder mehr für Waffenlieferungen, keine Gelder mehr für Waffenindustrie, Schluss damit, wir bleiben friedlich. Zum Abschluss natürlich wieder unsere Nationalhymne. Damit sage ich wieder Danke an euch. Danke, dass ihr hier wart. Wir sehen uns nächsten Montag wieder, 18 Uhr, am gleichen Ort. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal, wo es wieder heißt, für Frieden, Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung gemeinsam auf die Straße. Schöne Woche. Wann macht ihr nochmal eine Unterschrift, Matschi? Rein theoretisch geht das noch bis zum 4.4. Mhm. Ja, also in den Öffnungszeiten jetzt, dort wo der Pförtner eigentlich ist. Ansonsten sagt ihr nochmal bei Telegram. Ja. Ne? Weil meine Basis bewegt sich. Genau. Tschüss, macht's gut. Also dann kann ich Unterschriften machen. Ja, alles klar. Tschüss, macht's schon gut. Bitte die Straße freigeben, danke. Video ist zu Ende, macht's schön gut. Und man hört und sieht sich auf der Straße und haltet zusammen. Das ist jetzt nochmal meine Botschaft hier von Chemnitz. Also tschüss.